Ja, so hallo. Heute zum neuen Video. Ich habe es leider noch nicht geschafft, mit meiner Meisterarbeit was zu machen. Da habe ich jetzt lange eine Lösung gesucht, wie ich das mit so einer Präsentation mache oder wie ich da die Ergebnisse praktisch in das Video bekomme. Ich habe da jetzt was gefunden und mache das dann jetzt hoffentlich die nächsten Tage. Aber solange einfach mal zum aktuellen Stand, was gerade los ist. Ich behandle gerade meine Jungvölker, die ich nicht im brutfreien Zustand behandelt habe, mit Ameisensäure, mit dem nassen Heiterverdunster. Das können wir uns hier hinter mir auch gleich mal kurz anschauen. Also es ist ja so, dass die Jungvölker, die ich behandelt habe, mit dem im brutfreien Zustand mit Milchsäure, die habe ich jetzt noch nicht behandelt, aber eben Jungvölker, die ich gebildet habe, die eigentlich nicht brutfrei waren, weil ich eine Königin zugesetzt habe, die behandle ich jetzt gerade. Da sind wir jetzt, ist das eine Woche jetzt rum ungefähr, dass da die Furnische drin sind. Also nochmal geschwind, bei mir sieht es ja der Aufbau so auf, dieser Nikofutterdruck, diese Aufsatzleiste und dann eben hier der Nassenheiter Verdunster. Ja, da habe ich jetzt hier den roten Strich, da kann ich dann einfach die Verdunstungsmenge kontrollieren. Da weiß ich genau, der war so und so viel voll, weil wenn ich die auffülle, ich mache die halt voll Pi mal Auge, aber nicht nach dem Eichstrich. Und dann nehme ich mir in jedem Bienenstand, nehme ich mir ein paar Völker raus, da markiere ich das beim Einsetzen, wie der Füllstand genau ist und dann kann ich da nachschauen. Also ich habe jetzt hier gerade meine Versuchsvölker einfach überprüft und ich bin bei einer Verdunstungsmenge jetzt von 27 Milliliter am Tag. 25 wird empfohlen. Das passt. Ich habe auch in den Schubladen die letzten Tage mal nachgeschaut. Also es fallen die Milben. Es fallen nicht unheimlich viel, aber es war auch nicht zu erwarten, ne? Der Varroadruck war jetzt nicht so hoch. Also die Behandlung wirkt. Und im Prinzip lasse ich die jetzt noch leer laufen. Da sind jetzt noch 50 Milliliter ungefähr drinnen. Es sind dann summa summarum noch 2 Tage. Und dann bekommen die Jungvölker auch nochmal eine Futterportion, ungefähr so 3 Kilo. Ne? 3, 4 Kilo mache ich da mal rein. Die sind jetzt vom Futter her noch relativ schwach unterwegs. Also ausreichend lassen wir da 3 Kilo Futter drin haben. Und dann bekommen die jetzt nochmal eine Portion Anfang September und dann mache ich die im Prinzip in der zweiten Septemberhälfte voll und fertig. Ja, ansonsten, wie gesagt, gibt es gerade so an den Bienen nicht arg viel zu tun. Ich habe jetzt oder schaue mir die Bienenvölker jetzt auch heute nochmal an, fahre da meine Bienenstände ab, schaue, wie die Lage so ist, weil ich dann morgen nochmal mit dem Futter rumgehen würde. Also ich schaue jetzt einfach an einzelnen Bienenständen, schaue ich mir ein paar Völker an, wie viel Futter ist drin, wie viel Platz haben die noch, wie groß sind die Brutnester. Und dann kriegen die morgen nochmal entsprechend eine Futterdosis. Also dann sind die noch nicht fertig gefüttert, die Wirtschaftsvölker. Aber einfach, dass die schon mal einen ordentlichen Vorrat dann von uns drin haben. Und dann mache ich die auch im September dann fertig und dann bekommen die vermutlich auch nochmal zum Teil auch zumindest eine Behandlung mit der Ameisensäure. Ja, wie gesagt, im Hintergrund, man sieht es ja hier an dem Bienenstand, waren wir jetzt in den Videos schon öfters. Ja, wir haben jetzt 25 Grad, die Sonne scheint. Es ist jetzt ja auch kein also normales Flugverhalten hier, trotz der Ameisensäurebehandlung. Also ich bin, wie gesagt, nach wie vor von diesem nassen Heiterverdunster überzeugt. Auch wenn es natürlich relativ lang braucht, bis der mal in Betrieb ist. Ne? Also für diese sind das hier 40 oder 44 oder 45 Bienenvölker an dem Bienenstand, bis ich da den Zwischenrahmen reinsetze, den Verdunster zusammenbaue. Also da brauche ich schon länger wie 1 Stunde. Ne? Also das ist eine Arbeit, die ja nicht zu unterschätzen ist, ne? Also von der Zeit. Da wäre ich mit dem Schwammtuch natürlich schon schneller.
Ja, jetzt sind wir hier am nächsten Bienenstand. Das sind die Völker, die aus dem Wald kommen. Da schauen wir jetzt einfach mal nach, wie es bei denen so aussieht. Ich habe es gerade bei einem schon gemacht. Wollte es auch filmen, aber leider hat die Kamera den Ton nicht aufgenommen. Also auf jeden Fall, wenn euch die Videos gefallen, dann gebt mir einen Daumen nach oben und ein Abo gerne. Also das freut mich und dann weiß ich auch, dass das, was ich mache, dass euch das interessiert. Ja, wie gesagt, ich hatte das jetzt alles schon mal gerade besprochen, nur leider hat die Kamera das nicht aufgenommen. Es ist ein Gewitter, die Bienen sind ein bisschen unruhig. Jetzt hoffen wir, dass wir das alles nochmal ohne Stich hinbekommen. Das ist jetzt eine Königin, mit der bin ich nicht ganz so zufrieden gewesen. Also hier haben wir kein Futter, eine leere Wabe, die ich vielleicht noch umweißel, aber jetzt schauen wir es uns trotzdem mal an. Auch kein Futter oder ganz wenig Futter. Hier haben wir dann ein bisschen Brut, Stifte und Larven in allen Stadien. Hier auch. Hier haben wir auch noch Brut ordentlich. Hier auch, alles voller Larven. Also hier haben wir alles, nur relativ wenig Futter. Also da kommt auf jeden Fall Futter rein. Es war es ja gerade so, das Volk, wo ich gerade angeschaut habe, das hatte unheimlich viel Futter. Das hier hat eigentlich fast kein Futter. Also so sind halt einfach die Unterschiede, ne? Obwohl die ja summa summarum alle gleich viel Futter bekommen haben. Ich schaue mir jetzt hier am Bienenstand nochmal zwei, drei Völker an und dann komme ich morgen mit dem Futter und dann kriegt jeder seine Portion. Ich weiß es gerade nicht, ob wir da schon ein Video drüber hatten, ob ich das schon mal vorgestellt habe, wie ich fütter. Auf jeden Fall, das ist so im Prinzip meine Technik. Wenn es euch interessiert, mehr darüber zu erfahren, schreibt es mir einfach in die Kommentare, dann stelle ich das nochmal separat gerne vor. Ja, jetzt kommt gerade ein Flugzeug, aber es ist ja gleich weg. Was ich jetzt kurz noch sagen wollte, es kam jetzt in den Kommentaren immer wieder die Frage nach der dunklen Biene. Also ich habe ja da ein Video gemacht, ihr habt das ja hier mal verlinkt, wo ich auch gesagt habe, warum ich mir die dunkle Biene besorgt habe. Die steht ja jetzt hinter mir, das Bienenvolk. Und ja, es sind also so Fragen, oder eine Frage zum Beispiel war, warum dunkle Biene, wenn ich Standbegattung mache? Das macht doch gar keinen Sinn. Naja, das ist halt die Frage. Also mein Hauptbeweggrund war ja eigentlich, nur die dunkle Biene mal kennenzulernen. Und da hätte ich ja gerne mehr Bienen gehabt, das oder Königin bekommen. Jetzt habe ich ja nur eine. Hoffen wir mal, dass das jetzt läuft. Und dann habe ich die zumindest jetzt mal gesehen. Ich meine, klar, mit einer Königin jetzt, aber ich soll ja im Frühjahr noch mal ein paar bekommen. Dann habe ich die dunkle Biene mal gesehen und kann mir da meine eigene Meinung einfach dazu machen. Darum geht es mir eigentlich. Es geht mir nicht darum, irgendwie eine Reinzucht nachzumachen, dann eine Nachzucht zu machen oder was auch immer. Also das ist nicht mein Interesse, sondern ich will die einfach nur kennenlernen, möchte selber erfahren, ob das stimmt, dass, was manche sagen, dass die eben mehr Propolis sammelt. Und andere Vor- und Nachteile, das möchte ich einfach selber erfahren. Es kommt da schon wieder ein Flugzeug. Ferienzeit. Genau, und deshalb habe ich die dunkle Biene. Und prinzipiell vielleicht auch zur Reinzucht. Das ist nicht mein Ziel. Also es ist mir eigentlich, das kann man sagen, völlig egal, was das für eine Rasse ist. Das interessiert mich nicht. Es interessiert mich auch nicht, dass die Vätervölker so und so sind, sondern das Ergebnis muss eine Biene sein, die gesund ist, die auf unsere regionale klimatischen Bedingungen angepasst ist. Das ist schon mal das Wichtigste. Und dann natürlich auch eine gewisse Leistungsfähigkeit hat. Und ob die jetzt gelb,
Lederfarben oder sonst wie. Also wie gesagt, das interessiert mich eigentlich, oder dunkle Biene, das interessiert mich eigentlich in dem Sinne nicht. Und deshalb bin ich da auch weit weg, irgendwie da eine Inselbegattung mit dunkler Biene oder Belegstellenbegattung oder weiß ich nicht. Also auch mit meinen anderen Bienen, das spielt für mich eigentlich wirklich eigentlich keine Rolle, sondern das Ergebnis. Klar, schaue ich auch, dass bestimmte Königinnen begattet werden in, sage ich mal, Regionen, wo ich auch Völker habe, die ich auch gut finde. Und jetzt nicht gerade sonst wo ich weiß, da gibt es Stechervölker oder andere Völker. Also da achte ich schon drauf, sodass ich, wenn man es ganz salopp sagen will, so eine ganz einfache, ganz lockere eigene Belegstelle schon irgendwo habe. Aber ja, alles andere ist für mich eigentlich, wie gesagt, zweitrangig. Mann, hier, jetzt habe ich gedacht, mache das Video gerade hier, wo es relativ ruhig ist. Aber jetzt kommt hier gerade ein Flugzeug nach dem anderen. Aber gut, was will man machen? So ist es jetzt halt. Das war es auch eigentlich zu diesem Thema. Ich wollte es einfach nur mit der dunklen Biene kurz nochmal aufgreifen, weil, wie gesagt, da waren ja einige Fragen und Anmerkungen. Ja, zum Abschluss vom Video. Endlich Regen, kann man fast sagen. Wir haben jetzt heute Freitag, einen Regentag. Ich habe jetzt hier, am Anfang vom Video waren wir ja hier, da habe ich erklärt, oder haben wir ja hier geschaut nach den Verdunstern. Ja, da war ich jetzt heute nochmal, habe mir nochmal das Futter angeschaut, weil eigentlich hatte ich gedacht, dass ich die Verdunster die Tage rausnehme und dann hier gleich zusammen mit den anderen Völkern eine Runde mit dem Futter fahre. Aber jetzt habe ich hier noch so viel Futter drin, da mache ich erstmal gar nichts. Ich will ja das Brutnest nicht arg einengen. Und ja, deshalb andere Kleidung heute. Endlich mal anderes Wetter, ein bisschen Regen. Die Verdunster sind dann auch wahrscheinlich morgen leer. Und ja, ich werde jetzt trotzdem die Völker, die ich ja, so, zum Schluss vom Video. Regen, endlich Regen. Ich habe jetzt hier gerade nochmal nach dem Futter geschaut, ob ich die jetzt demnächst fütter oder nicht, weil ich würde jetzt gleich im Anschluss nochmal eine Runde fahren mit meinem IWC-Container und der Pumpe und würde ein paar Bienenstände nochmal eine Portion Futter reingeben. Da habe ich einfach geschaut, brauche ich das hier, aber die haben alle ausreichend Futter, da mache ich jetzt noch nichts. Da ist dann auch wahrscheinlich morgen oder übermorgen der Nassenheiter Verdunster leer. Und dann sind die Völker eigentlich bis auf ein bisschen Futter wahrscheinlich winterfertig. Also klar, nochmal eine Varroa-Kontrolle dann Mitte, Ende September. Aber ansonsten sieht es hier ganz gut aus. Es kommt ein bisschen dann auch, man sieht es im Hintergrund, ne, wir haben ja auch relativ viele Äpfel, da machen wir Moosstopps oder liefern das halt ab. Da liegen auch schon bäumeweise zum Boden. Das wird jetzt dann noch ein bisschen kommen, ein bisschen Zeit brauchen. Da habe ich eine Auflesemaschine und dann werden wir da noch was machen. Aber dann ist endlich absehbar, dass es wirklich ruhiger wird. Und ja, das freut mich dann auch. Wenn ihr Fragen habt, klar gerne in die Kommentare wieder. Und ihr könnt ja auch mal gerne einfach in die Kommentare schreiben. Ja, so, jetzt sind wir hier. Abschluss vom Video. Mal bei Regen. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal bei Regen gefilmt hatte. Also wir hatten jetzt ja auch lange keinen Regen mehr. Und der Kanal ist ja jetzt auch gewachsen in letzter Zeit, was mich immer noch überrascht. Ja, ich habe jetzt hier gerade nach dem Futter geschaut. Da ist genug drin. Also ich fahre nachher eine Runde mit meinem IBC-Container und fütter ein paar Bienenstände nochmal oder gebe da nochmal was Futter rein. Da habe ich ja halt geguckt, ob ich hier das auch mit einplane dann demnächst. Aber das sieht ganz gut aus.
Da sind jetzt noch die nassen Haider verdunstet drin. Die sind jetzt dann wahrscheinlich morgen, übermorgen leer. Und dann kann man die hier auch rausnehmen. Ja, ansonsten ist es das eigentlich gerade gewesen. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und was mich natürlich auch mal interessieren würde, wie sieht es denn bei euch so aus? Wie weit seid ihr mit den Arbeiten? Habt ihr schon fertig gefüttert? Wie sieht der Varroa-Befall aus? Ich meine, man sieht ja da, oder ich habe jetzt viel gehört, dass es dieses Jahr wirklich nicht so schlimm sein soll. Und es deckt sich ja eigentlich auch mit meiner Meinung. Und ja, auch mit den Völkern, der Volksentwicklung bin ich eigentlich ganz zufrieden. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, wie das so bei euch aussieht, wie eure Erfahrungen sind. Und dann denke ich, dann sehen wir uns demnächst wieder. Also viel Spaß. Tschüss, Ade.